Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Wolfenstein Youngblood. So, ich nehme an, wir befinden uns in den letzten Zügen bei Wolfenstein Youngblood. Wir sollen uns die Schlüssel von dem Kommandanten besorgen und da ist wieder ein ziemlich fettes Teil. Wir gehen mal dahin. Laden uns mal unsere Tarnung neu auf. Und dann werden wir uns die Schlüssel von den Kommandanten besorgen. Okay. Einen haben wir weg. Nach dieser Regie wird da nicht sein. Das gibt kein Morgen, Schwester. Ich sehe sie. Machen wir erstmal den kleinen Fuß hier weg. Und dann kümmern wir uns um den großen. Was haben wir denn hier noch? Alter, greife sie von der Seite an! Eine 3D-Brille. Okay. Kleingeld können wir immer gebrauchen. Ich habe den ersten Schlüssel. Unseren ersten Schlüssel. Und noch schnell ein Grosser gefuttert. So, wo ist denn... Lieber Kollege. So, wo ist er? Genau unter uns. Ah, nee, da ist er. Das macht wenigstens die Rüstung weg. So, wo ist er? So viel kommen halt her. Lebt er immer noch? Nee, er ist mega erlebt. Krass und voll gut. Extrem Jazz. Wieder gesund und einsatzbereit, Schwester. So. Ach, jetzt machen sie Alarm. Immer hier quasi. Noch mal einer. Soldaten!
Oh, oh. Nein! Alter! Stirb! Der wie gut. Dann bleiben wir mal hier. Ja. Warum? Das war mega cool, so! Danke, Schwester! Ach, wie cool ist das denn? Was denn? Nee. Wo ist denn der? So, die Rüstung ist mal weg. Oh. Meine Herren, du gehst ja voll ab! Bewege mich zur anderen Position! Och nee, noch jemand. Das hört er gar nicht mehr. Granate, Vorsicht! Du ist ja nicht nur, dass wir die Kinder bekommen, das kriegt ja noch unliebsames Material. Tipp da. Eigentlich so gut wie keine Munition mehr, ne? Da kommt der zu. Naja, machen wir erstmal den jetzt weg. So, was haben wir hier? Ein Rossau. Haben wir immer gebraucht. Slayer, nehmen wir mal das hier. Mal gucken, was er dazu sagt. Wo ist er denn? Das war... Gibt's doch nicht. Da haben wir nicht mehr. Ich
einfach. Okay, so. Hey, wenn jetzt dann nochmal eine Stelle kommt, dann haben wir da richtig die Arschkarte. Voll. Also von dem, was wir eigentlich gar nicht brauchen. Gut. Ja. Oh. Checken wir mal durch, was wir haben. So, dann mal rein hier. Da ist noch irgendwas Sammelbares. Das gucken wir uns mal noch an. Du hast jetzt Zugriff, Abby. Sehr gut. Die Sicherheitsprotokolle dieses Systems sind hochmodern. Sekunde, Mädels. Eine Kassette, okay. Okay, der Computer ist gehackt. Hört mal, hier sind Infos zu Luthers Motorrüstung. Das ist super modern. Wenn ihr ihm begegnet, passt auf euch auf, okay? Gut. Also wir werden Luther auf jeden Fall begegnen. Noch ein Croissant. So, Achtung, hohe Sicherheit, Eintreten verboten. Sof, wir werden hier eintreten. In den 60ern war er die einzige Chance, den Kanzler zu stoppen. Er konnte Türen zu anderen Orten öffnen. Aber dann verschwand er. Ist dich jemand gefolgt? Ich glaube nicht. Das Regime kommt nicht hier runter, wenn es nicht sein muss. Hat das Regime dich nicht erwischt, Papa? Nein, Kleines. Ich verstecke mich hier unten, um die Tür wieder zu öffnen und um zu reparieren, was ich kaputt gemacht habe. Wie meinst du das? Was? Was hast du kaputt gemacht? Die Welt, Sof. Komm schon, Papa. Du hast den Kanzler getötet. Hyla hat irgendeine Höllenmaschine entwickelt, die aktiviert wurde, als er starb. Wollte wohl die ganze Welt mitnehmen. Max hat es als erster bemerkt. Anomalien beim Wetter, Jahrhundertstürme, Orkane, der Regen. Warum hast du nie was gesagt? Setzberechnungen waren eindeutig. Die Welt wird bald nicht mehr bewohnbar für uns sein. Daher musste ich sie finden. Als Seth starb, führten mich seine Notizen her. Die französische Nazi-Frau wollte einen Laufburschen aus mir machen, aber ich habe sie durchschaut und das hier gefunden. Dann benutze es, Papa. Öffne die Tür. Es funktioniert nicht. Warum? Ich wollte es benutzen, wie Seth es mir gesagt hat, aber die Tür war zu und ich... Ich hatte eine... Ich sah eine Realität, die alles in Frage stellt.
Ich verstehe nicht, was du meinst, Papa. Es gibt eine andere Dimension. Eine von vielen. Durch die Grenze von Zeit und Raum von uns getrennt und... Oh mein Gott. Was ist? Eine andere Welt, in der alles okay ist. Wo ihr euer Leben lebt, wie es sein sollte. Ein wundervoller Ort. Nicht wie hier. Nicht wie diese verfluchte Welt. Und ich bin schuld. Das ist Schwachsinn. Damals, da draußen, hast du etwas gesagt. Hilf mir auf die Sprünge. Wenn du durch das Visier guckst, konzentriert sich deine Aufmerksamkeit auf einen winzigen Punkt. Weißt du noch? Ja. Vergiss das Visier und kapier endlich, was um dich herum passiert. Was auch immer in dieser anderen Dimension ist, wir leben nun mal in dieser hier und wir müssen alles dafür tun, dass sie lebenswert ist. So wie du es früher getan hast. Und wenn es zu spät ist? Dann kämpfen wir weiter. Zusammen. Was soll ich machen? Das hier ist von Seth. Heilige Scheiße. Kanalisiere Energie aus anderen Dimensionen. Was ist das? Jess, komm her. Es muss hier irgendwo sein. Was zum Teufel geht hier vor? Wir machen dich bereit, dem Regime in den Arsch zu treten. Und zwar richtig. Töte die Brands, bevor sie losfliegen. Wenn sie in der Luft sind, ist es zu spät. Kommst du nicht mit? Sie werden euch alles entgegenschleudern, was sie haben. Ich werde sie aufhalten. Geht jetzt. Bist du bereit, Kenneth? Ich bin bereit geboren, Arthur. Schwör ab. Vollpfosten. Zwing mich doch. Kotzbrocken. Tut mir leid, General Messer. Was haben Sie gesagt? Sind wir soweit? Jawohl, Herr General. Wir haben den Siegturm gesichert. Sie können jetzt den Angriff auf Berlin einleiten. Mit Vergnügen, General Brandt. Heil dem zweiten Regime. Heil dem zweiten Regime. Oh, es ist so schön, zurück zu sein. Ich habe mich auf dich verlassen, Julie. Was? Du solltest sie außer Gefecht setzen und du hast versagt. Mein Liebling, wir haben es geschafft, oder etwa nicht? Hast du irgendeine Vorstellung davon, wie demütigend das war, von drei minderwertigen Jugendlichen überlistet zu werden? Luther, diese drei verwöhnten Schlampen auszunutzen, war die einzige Möglichkeit, sich des Generals und der Maschinenkommandanten zu entledigen und in Labor X einzudringen. Ich habe hart für meinen Traum gearbeitet. Beinahe sind wir am Ziel. Und fast hast du alles zunichte gemacht. Luther. Halt die Klappe! Du liebst mich aber noch immer, oder? Ja. Ja. Ja.
Dreimal darfst du raten. Soldat, den ersten Aufstieg einleiten. Jawohl, Herr General. Die Geschwister Blaskowitsch sind in Anmarsch. Verdammt nochmal! Jawohl, komm, bereit machen, Jojo. Stell dich vor die Tür. Ist das sicher? Ich gebe dir Rückendeckung. Lothar, ich meine... Stell dich vor diese verdammte Tür! So. Scheiße, kein Kontakt. Ich bin so froh, dass du mich gerufen hast. Weiter General Lothar die Treue zu halten, Johann. Daddy gefunden. Wusstest du, dass er wiederkommt? Und Lothar hat sich ziemlich gut geoutet. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir dann Lothar stoppen. Ich bedanke mich mal bei euch fürs Zusehen und zum Abschluss werden wir uns eine Kassette anhören. Wir haben ja wieder eine gefunden. Gucken wir mal. Are we to lose? Genau, hören wir uns die an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. J'étais une enfant heureuse. Toujours le sourire, aller dès le matin. Mais ces choses ont passé.